Im nächsten Lehrt, das ist der Computer Ragtime. Da geht es um Computerprobleme. Ich weiß nicht, ob bei euch jemand dabei ist, der schon mal Probleme gehabt hat mit dem Computer. So. Eine wunderbare Errungenschaft unserer Zeit, der idealerweise Zeit spart. Wenn er so tut, wie er soll. Und wenn er nicht so tut, dann geht es einem halt schnell so, oder geht es mir schnell so, dass ich mich um meine Zeit beraubt fühle. Und so ist das auch passiert, wo ich mir eine Internetseite einrichten habe lassen, weil es einfach geheißen hat, da wird jetzt Zeit, sowas braucht man. Und das war dann so nett und war wieder so problematisch, dass ich das gleich hinterher verarbeiten habe müssen. Computer Ragtime. Heute muss online vertreten sein, wer was auf sie heut? Eine Homepage mit Pfiff-Songs, das zählt. Doch ich bin nicht gerade ein Freak im Informatiksystem. Wenn's fuchst, wird's mir gleich unangenehm. Mein Freund der Billy hat gesagt, komm halt einfach vorbei, dann richten wir da schnell eine Webseite allein. Ich hab ein anwenderfreundliches Software-System, da bist du ruckzuck beklickbar, total bequem. Ja, ja, eine Stunde oder zwei hat er umeinander da, hat alle wieder gesagt, das kriegen wir noch schon. Doch da dabei hat er grimmig dreigeschaut und geschimpft, weiß nicht, wie haut. Er hat links und rechts angeklickt, auf Einfügen kopieren und gesagt, wenn's so nicht geht, dann muss er's anders probieren. Nervös um einen angerutscht ist er auf seinem Stuhl, weil's nicht gegangen ist, so wie er will. Das Kind fällt ihm runter und die Stirn liegt in Falten. Was für ein Programm kann bloß den Ordner verwalten? Er drückt dreimal auf Enter, schiebt die Maus hin und her, klickt nochmal drauf, doch das Verzeichnis bleibt leer. Er sucht lang und vergeblich den richtigen Pfad. Ja, da geht der Zeiger, dass er ihm die Augen vertreibt. Er findet und findet die gerechte Datei und sei Spaß an der Freiheit. Geht schon langsam vorbei. Er probiert's mit dem Explorer, zweifelt stark am System. Man schreit er dreimal, das darf doch nicht gehen. Geht online, weil er meint, der Treiber ist schuld, dass nicht hinhaut. So wie das wollt. Er klopft leicht am Bildschirm, 17 Zoll, und sagt, er weiß nicht, was die soll. Schon wieder bleibt ihm die Sandtour hängen. Wir schauen uns bloß an, weil wir's nimmer verstehen. Wir fahren oben und dann fahren wir wieder auf. Und schon steht es immer nicht mehr ganz so gut drauf. Der Rechner fragt, wo immer Fehlermeldungen sind, doch der Willi brummt schmarrn. Er möchte seine Zeit nicht verschwinden. Draußen scheint die Sonne und ich denk mal leise, warum verbringe ich den Tag bloß auf so eine Weise? In der kleinen Kammer hängt ein stressiger Duft und ich sag Willi, schnapp mal schnell frische Luft. Die Festplatten kracht, vielleicht lassen wir's gut sein. Willi, gute Nacht.
können ja mal noch einmal probieren. Aber jetzt ist schon spät und ich möchte mich verziehen. Am nächsten Tag ruft er an, dass das Grundgerüst jetzt steht und das ganz leicht ist, wenn man weiß, wie es geht. Seitdem bin ich zum der Klammer und der WWW. Fast bewalt.de. Mit IE und ohne Leerzeichen.